eine total irrsinnige Idee. Glaubst du nicht ernsthaft, dass du da unten was findest, was die Polizeitaucher nicht schon gefunden hätten? Vielleicht nicht. Aber ich glaube, sie haben die Strömung übersehen. Was für eine Strömung? In Wannsee gibt es eine Tiefenströmung. Normalerweise würde ein Körper innerhalb von 12 Stunden um 100, 200 Meter abgetrennt werden. Aber dieses Jahr ist die Strömung extrem stark. Wahrscheinlich hatten die Taucher einfach einen zu engen Suchradius. Sind Sie fertig, Frau Doktor? Nicht ganz. Denn außerdem ist der Boden des Sees über weite Teile mit einer meterdicken Schlammschicht bedeckt. Was da einsinkt, taucht unter Umständen nie wieder auf. Woher weißt du das so genau? Bei einem Tauchgang vor 3 Jahren bin ich unten verfangen und wäre fast ertrunken. Wahnsinn, das ist ungemein beruhigend. Verdammt nochmal, Johanna. Jeder Tauchschüler lernt schon beim Schnorcheln, dass man hier alleine runtergeht. Weißt du, wie schnell man da unten einen Tiefenrausch kriegt? Und außerdem ist es arschdunkel. Sei so lieb und schimpf morgen mit mir, ja? Hier müsste es sein. Halt mal an. Warum sollte dieser Typ dir das Leben retten? Keine Ahnung.